Donnerstag, 23.43 Uhr, 114 mm. Herzlich willkommen zurück hier. Heavy Rain, Janu daddelt. Janu, das bin ich. Und ja, ich wünsche euch einen guten Tag. In dem Falle. Was letztes Mal passiert ist, was ist letztes Mal passiert? Letztes Mal, genau, da kamen sich Madison Page und Ethan Mars ein wenig näher. Ein wenig zu nah. Ja, wenn ihr es wissen wollt, wie das abgelaufen ist, schaut einfach in die letzte Folge rein. Ist ein ganz großer Spaß. Und wir machen weiter mit Scott Shelby alleine, wie es aussieht. So, und wir sind wieder bei ihm zu Hause. Kann ich was denken? Nein. Schade eigentlich. So, hier müsste ich theoretisch rein. Gehe ich aber nicht. Kann ich hier auch die Treppe hoch? Oh, ich kann hier tatsächlich auch noch die Treppe hoch? Nee, kann ich anscheinend nicht. Na gut, dann gehe ich halt in meine kleine Wohnung. Und rein. Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Huch. War ich doch nicht alleine. Holy moly! Oh. Lauren! Shit! Na Spitze, was haben die denn hier mit den Autos? Lauren! Aufwachen! Lauren! Los, mach dich frei, Scotty, mach dich frei. Oh, fuck. So, hier kann ich mich hoffentlich mit losschneiden. Du, schneid zu. Verdammt. Ah, verdammt. So, ich muss es... Verdammt. Ich muss es schnell drücken, okay. Verdammt. Oh, ich bin nicht schnell genug. Mach dich jetzt frei. Sehr gut. Und jetzt mach die Lauren frei. Lauren, aufwachen. Lauren. Oh, Fräulein, das kann nicht wahr sein, als ob ich für alles hier Zeit habe. Oh, nicht! Wach auf! Na scheiße, ich drück falsch, ich drück immer falsch! Ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Die gute Frau ist nicht wach. Mitgenommen. Ich dachte, der hat sie alleine da drin lassen. Gottes Willen. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bringe Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Fangen die auch noch was miteinander an? Na, das wäre ja ein toller Trick.
So, jetzt kriegt aber unser Gordy was. Die wird für alles zahlen, was sie getan haben. Sehe, jemand versucht, mich aufzuhalten. Jetzt geht's rund, ihr Kackvögel. Ja, erstmal ordentlich aufs Gas und jetzt, Fräulein. Gib ihm! So, jetzt kommt hier Rage Scott. Da ist er knallhart, unser Scotty. Wo bist du, du verdammter Schwein? Im Büro. Oh, das wäre fast schief gegangen. Ah, verdammt. Falscher Knopf. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich bin für alles offen. Na, waren das jetzt alle? Freundchen, du kriegst es jetzt aber richtig. Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Sie Scheißlügner. Raus mit der Wahrheit! Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Letzte Chance! Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Als ob! Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Gordy! Gordy wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall! Ein dummer Unfall! Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein... Er zählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Er zählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard.
Okay. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Verdammtes Arschloch. Er soll sterben. Richtig, der hat gesagt, das Kind war, das zählt nicht. Da kann er mich am Arsch lecken. Mach's gut, du alter Sack. Shelby! Kommen Sie! Ich befehle es Ihnen! Kommen Sie!